Oh, wow, operieren und das am ersten Tag auch noch. SpongeBob, nein! Was machst du denn hier? Süße Träume wünsche ich, Herr Tentakel. Warten Sie, nein, 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 das... Hallo, alle zusammen. Hallo, SpongeBob. Herr Kollege, der Patient liegt da drüben und ist bereit für die OP. Und wir sind sehr neugierig, welches Instrument Sie als erstes zur Hand nehmen. So, mal überlegen. Puh. Es geht los. Na komm, SpongeBob, so schwer kann das nicht sein. Gut, ich setze hier einen Einschnitt und... Nein! Scheibenkleister aber auch. Kann nichts dafür. Ich nehme das. Aha! Sushi. Tja, ihn zerreißt es schon fast wegen dieser Nasen-OP. Oh, tja, danke schön. Versuchen wir es nochmal, ja? Bestellung ist fertig. Das gehört da nicht rein. Oh. Was? Oh. Tada! Schwester, Schwamm. Danke, Schwester. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich will auch was sehen! Ich kann immer noch nicht sehen! Tada! Das habe ich gesehen. Ta-ta-ta-ta. So, und das war's. Sie können ihn aufwecken, Schwester. Oh, was ist passiert? Na was wohl, ich habe deine Nase operiert. Willst du mal sehen? Ja, SpongeBob, du Idiot, das ist nicht mal im Entferntesten das, was ich wollte. Oh, das hättest du mir sagen müssen. Ach, Schwester. Moment, ich will einen anderen Ansicht. Nein. 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 Ich will meine Nase nicht mehr korrigieren lassen. Bitte, SpongeBob, ich tue auch alles, was du willst. Wie wär's mit diesem Thaddäus-Klassiker? Hey, gar nicht mal so schlecht. Die sieht sogar besser aus als mein alter Riechkolben. Ich habe aber ein paar andere Körperteile gebraucht, um sie zu modellieren. So spät schon. Ich muss jetzt zur Arbeit. Aber Sie sind doch Arzt. Sie arbeiten doch. Nein, ich bin nur ein Burgerbrater, aber es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Tschüss. Burgerbrater? Oh. Setzen Sie sich. Dr. Banal wird gleich für Sie da sein. Agnes, sei so gut und mach das Radio aus. Ich bin Dr. Bernhard Banal. Sie müssen Patrick Star sein. Welche Beschwerden haben Sie denn? Ich hab keine. Ich wollte gerade gehen. Nein, Patrick, sitz. So ist es brav. So, ich sehe mir jetzt Ihren Mund an. Weit öffnen, bitte. Ich sehe das Problem. Ihr Freund hat noch einen letzten Milchzahn im Mund. Ich will auch sehen. Gucci Goo. Ha 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 ha!
Ich hab noch einen Milchzahn. Wie süß. Ja, genau. Und der Schmerz kommt davon, dass ein Zahn des Erwachsenengebisses den Milchzahn verdrängen will. Oh, das ist unfair. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Wenn Sie möchten, dass der Schmerz verschwindet, muss der Milchzahn gezogen werden. Sie lassen meinen Milchzahn gefälligst in Ruhe, Sie Monster! Warte, komm zurück! Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich mit meinem Milchzahn machen soll. Dieser Zahn bleibt hier drin in meinem Mund. Siehst du es jetzt endlich ein? Dieser Zahn muss raus. Dazu musst du mich zuerst fangen. Halt, warte doch. Haha, die Zahnfee. Was sind das nur für zwei Dentaldeppen? Oh. Nicht gesucht. Das war's dann wohl. Wenn du deine Würmer zurückgerufen hast, komme ich nicht runter. Patrick, die gehören mir nicht. Ach ja, und das soll ich glauben? Ach, pass auf, ich zeig dir jetzt mal was. Was ist das? Das ist ein Fotoalbum von meinen Milchzähnen. Ach, das war ein Süßer. Ich erinnere mich noch an jeden Zahn. Auch wenn ich sie nicht mehr im Mund habe, ist die Erinnerung an sie noch in meinem Herzen. Ich hab gedacht, du hast sie in dem Fotoalbum. Mal ehrlich, glaubst du nicht, dass dein Milchzahn zu seinen Freunden auf der Zahninsel will? Hör nicht auf ihn! Ich hab noch all meine Milchzähne und seht mich nur an! Gut, ich hab's kapiert. Lass uns gehen. Ich bin bereit, Doc. Tun Sie, was Sie tun müssen. So, das war's. Wirklich? Ja, wirklich. Oh. Ich leg dich unter mein Kopfkissen, damit du bald auf die Zahninsel kommst, mein süßer Junge. Das da waren die College-Gebühren von meiner Jüngsten. Ist ja gut. Bringen wir es hinter uns. Mein Bein, mein Bein, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Fühlt sich toll an. Danke, Herr Doktor. Das freut mich, Fred. Aber seien Sie in Zukunft vorsichtiger mit Ihrem Bein. Ach was, ich bitte Sie, das ist doch nur mein Bein! Ich hab ja noch eins. Nur Ihr Bein. Nur Ihr Bein. Wie Sie wollen, Fred. Wenn Sie das nächste Mal mit einem verletzten Bein hier ankommen, ersetze ich es durch. Durch was denn? Ein Roboterbein! Hallo, Fred. Dein Bein sieht toll aus. Halt dich fern von meinem Bein, SpongeBob. Ist doch echt dumm gelaufen mit dem Güterzug und deinem Bein.
Pikachu. Mein Bein! Rückblenden kitzeln. So, und jetzt machen Abflug. Oh ja, genau. Ab sofort werde ich dein Bein beschützen. Inkognito. Au, au. Hey, Kollegen! Seht mal, wer wieder da ist! Mein Bein! Das ist ein Aufwärtsplatz! Unangefährlich, denk nach! Willkommen zurück, Fred. Gut sieht Ihr Bein aus. Aber wäre es nicht sicherer, wenn Sie stattdessen ein Tischbein verwenden? Ach echt? Meinen Sie? Aber Fred, ich stelle Ihnen doch kein Bein. Sehen Sie her. Wenigstens ist Freds Bein noch heil. Hier rechts ist alles ruhig. Hier links ist auch alles ruhig. Entschuldigung. Lass da hier. Entschuldigung. Hey, was soll das eigentlich? Möchten Sie ein paar Kekse kaufen? Alarm, Hühnerbein, Notfallzugriff erforderlich. Ich hab die Waffe. SpongeBob, wieso verfolgst du denn mein Bein? Fred, ich bitte dich, hör mir zu. Dein Bein ist in ständiger Gefahr. Das stimmt doch, Patrick. Also, ich hab jetzt Dauer an meinem Bein. Deinem was? Meinem Bein! Also echt, manchen Leuten fährt das Glück hinterher. Wenigstens ist dein Bein gerade in Sicherheit. Ja, ich weiß. Ich vermisse nur das Krankenhaus. Warum? Naja, ganz unter uns. Oh. Ich bin verliebt in eine Schwester. Oh, du bist in deine Schwester verliebt? Ach ja, hör mal, ich hab ne Idee. Brechen wir einfach dein Bein. Dann kannst du deiner Herzdame nah sein. Ja, so machen wir's. Und zwar zügig, gleich bricht ihre Pause an. Hier bricht gleich noch was ganz anderes. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wucht. Ja, das glaube ich auch. Wie sieht es aus, Dr. Manfisch? Tja, ich befürchte, es sieht ganz und gar nicht gut aus. Es liegt eine schwere Schädigung des ulnaren Kollateralbandes vor, möglicherweise aufgrund von oft wiederholten Bewegungen. Bewegungen wie ein Daumen hoch? Sicherlich, das wäre eine Möglichkeit, oder per Anhalter zu reißen. Ich werde meine Daumen aber wieder verwenden können, Herr Doktor, oder? Das kann ich dir nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich bin nur ein Facharzt für Daumologie. Ich weiß nicht alles. Wir müssen geduldig sein und die Sache unter Beobachtung halten. Auch Medizin stößt an Grenzen. Aber du solltest dich mit der Möglichkeit befassen, deine Daumen nie mehr wieder uneingeschränkt verwenden zu können. Also gut, mein kleiner wirbelloser Wirbelwind. Komm schon, Minion. Brat die Burger wie in den guten alten Zeiten. Ei, ei, Mr. Krabs. Vielleicht sollte ich dir helfen. Meine Daumen sind gesund. Nein, ich schaff das schon. Tut mir leid, Minion, aber der Laden hier muss laufen. Für dich gibt's ja nichts mehr zu tun. Ist schon in Ordnung, Mr. Krabs. Ich kann's verstehen. So, wo ist denn mein neuer Burgerbrater? Da ist der ja, immer rein mit dir. Tau
Blumen sind wunderbar und so schön. Man kann sie sonst auch bei den vielen Affen sehen. Du kannst greifen und zwicken und Münzen drehen. Ohne Daumen, was soll da gehen? Kein Daumen im Wind. Und wie gut die sind, kann man bestens sehen an jedem kleinen Kind. Ohne Daumen bleiben Pflaumen im Pflaumenkuchen drin. Der Daumen gibt allem Sinn. Oh Mann, oh Mann, seht euch das an, wie man ohne Daumen rein gar nichts kann. Und im China-Restaurant wirst du auch nicht mehr satt. Ja, daumenlos, das macht klar. Nicht gesehen. Was machst du so? Ich warte auf den Herbst. Komm schon, so schlimm kann's doch nicht sein. Geh weg, Sandra. Vergiss, dass du mich gekannt hast. Streich das Gesicht dieses nutzlosen Schwamms aus deinem Gedächtnis. Diesen jämmerlichen Daumentrüppel. Gib nicht auf, SpongeBob. Du musst etwas finden, das du liebst, weshalb es sich zu leben lohnt. Ach ja, und was soll das denn sein? Das weiß ich auch nicht. Leider. Die Antwort darauf musst du wohl ganz alleine finden. Sandy, komm zurück! Du musst mir nämlich helfen, dieses Glas Erdnussbutter zu öffnen. Das reicht, ich bin lange genug in Selbstmitleid zerflossen. Meine Daumen geht's besser und ich bin bereit für die Arbeit. Die Stelle ist schon besetzt. Und zwar ab sofort wieder von mir. Ach ja, und wie willst du das anstellen? Schräg der Daumen. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Den Daumen krieg ich gleich dir. Gib nicht auf! Etwas, wofür es sich zu leben lohnt! Etwas, wofür es sich zu leben lohnt! SpongeBob hat gewonnen! SpongeBob, alter Kabulettenjockey! Willkommen zu Hause, Minion! Ach, ist schon gut. Ich finde Arbeiten sowieso furchtbar. Ich bitte um ein wenig mehr Ruhe. Unverschämtheit, einfach wegzurollern. Ich schimpf mit euch. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen wie Erwachsene? Benehmt euch euer Leben lang wie Kleinkinder, mir doch egal. Ich kehr zurück in mein stilvolles Erwachsenenleben, also haltet Ruhe. Tadeus! Er plappert und sabbert wie ein kleines Baby. Also, ich weiß nicht so recht. Er sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, er sollte zum Arzt. Na los, bringen wir ihn ins Krankenhaus. Na komm schon, Kumpel. Dann bist du ruckzuck wieder gesund. Wie lautet Ihre Diagnose, Herr Doktor? Ihr Freund ist in einem Zustand, der in der Medizin als Kopf-hat-Bum-Bum-Machtitis bekannt ist. Nur keine Sorge, im Allgemeinen klingen die Symptome mit der Zeit ab. Aber sein Kopf darf keinen weiteren Erschütterungen ausgesetzt werden, sonst wird sich sein Zustand nicht mehr verbessern. Also sorgt einfach so für ihn, als ob er euer eigenes Babybübchen wäre und alles wird gut. Hey, kleiner Tadel, wie wär's mit ein bisschen Spaß? Juppidu! Okay, Taddy, Hapa ist fertig. Wo ist unser kleiner Liebling denn?
Wirklich, wie kannst du nur... So, hierher, mein kleines Schätzchen. Wir sollen seinen Kopf doch beschützen, weißt du noch? Okay, Taddy, hier kommt dein Lieblingsessen. Grilltatar mit einer Eigenvinaigrette. Und hier kommt es, den Mund weit auf. Ach komm schon, mein Kleiner, du musst gesund essen, damit du groß und griesgrämig wirst. So, jetzt landet das Flugzeug gleich im Hangar. Hier, man muss nur schlauer sein als das Baby. Weißt du, vielleicht sollten die... Danke fürs Teilen, Baby. So wird Zeit, dass Leben in die Bude kommt. Magst du Spiele? Spielen können wir nämlich klasse. Pfannkuchen, 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 Mann, back uns den Pfannkuchen so schnell er kann. Ja, ja. Ja, ja. Gefällt dir das denn? Sieht so aus. Jetzt du auch. Danke. Das Spiel ist ganz schön gefährlich. Stich, Holly! Hurra! Oh nein, Thaddäus! Taddy, ist alles in Ordnung? Du bist ja gut am Arbeitsplatz angekommen. Vielleicht kannst du deine Pflicht nun doch wahrnehmen. Na, dann machen wir es offiziell. Hula. Klar, ich Dummerle. Taddy braucht einen Babystuhl. Und Klebeband. Ach, Taddy, ich bin so stolz auf dich. Gestern hast du mich noch vollgesabbert. Und jetzt sieh dich an. Du arbeitest und sitzt im Stuhl für große Jungs. Ja, ja, ihr zwei, nun ist doch wieder gut. Es war Zeit, die Kundschaft zu bedienen. Vergiss mich, Kleiner, ich bin direkt hinter dir. Ich hätte gern einen Krabbenburger und einen großen Tankshake, bitte. Okay, was macht das zusammen? Thaddäus! Das ist doch nicht zum Essen! Bitte sehr, so gut wie nur. Das ist auch nicht zum Essen! Entschuldigung. Wird das bald was? Ihr habt noch nicht mal die erste Bestellung aufgenommen. Alles klar, Chef. Du weißt, was zu tun ist. Ich wusste, ich kann mich auf dich. Ist das für hier oder zum Mitwindeln? An deiner Handschrift müssen wir noch arbeiten. Mein Gesicht, mein Bein auch, aber vielmehr mein Gesicht. Nimm ab, nimm ab, nimm ab. Patrick? Ja? Ah, gut, dass ich dich erwische. Ich habe einen Splitter im Daumen und... Verstehe. Ich bin heute schon ziemlich ausgebucht, aber irgendwie schiebe ich dich noch rein. Danke, mein Freund. Schon in Ordnung. Sie haben den Richtigen angerufen, Mr. SpongeBob. Also, dann wollen wir mal sehen, wo der Schuh drückt. Sehr interessant. Patrick. Wirklich äußerst interessant. Weißt du... Mal im Ernst, das hilft mir nicht weiter. Das tut mir aber leid. Ich wusste ja nicht, dass Sie ebenfalls Arzt sind. Bin ich auch nicht. Und nach Ihren 12 Jahren in der Ärzteschule wissen Sie sicher auch die richtige Diagnose. Du warst gar nicht auf der Ärzteschule. Na und? Es tut mir leid, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ach, dein Herr weiß alles und ist so schrecklich schlau, Kopf. Bitte, ich flehe dich an. Ich will nicht früher nach Hause gehen. Okay, aber es läuft nach meinen Regeln, du Quadratschädel. So, hier liegt also dein Problem. Aber mach dir keine Sorgen darum. Denn damit geht das Auer ganz schnell weg. Danke, Patrick, du rettest mir das Leben. Au!
scheint ein ganz klein wenig anzuschwellen. Mit dieser Abfallkompresse sollte das auch ganz schnell wieder abschwellen. Das sieht nicht wirklich gut aus. Oh, tja, die Sprechstunde ist vorüber. Rufen Sie mich morgen früh an, wenn Sie dann noch die Nummer wählen können. Was ist das? Was ist was? Hinter deinem Rücken. Meinen Sie ja das? Setz die Mütze auf. Zeig, dass du stolz bist, hier zu arbeiten. Ja, bin ich stolz, hier zu arbeiten, Sir. SpongeBob. Ja? Hattest du immer schon drei Beine? Ja. Ist ja interessant. Was ist jetzt mit dem Splitter, von dem mir Thaddäus lang und breit erzählt hat? Also gut, Minion, zeig ihn schon her. Komm schon und sei nicht albern. Es ist doch nur ein kleiner Splitter, das kann doch wirklich nicht so schlimm. Oh, beim allmächtigen Neptun. Okay, kein Problem, kein Problem. Problem gelöst. Moment lang dachte ich, du müsstest die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beanspruchen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Du weißt schon, wenn man dafür bezahlt wird, zu Hause zu sitzen. Soll das heißen, ich kann dafür bezahlt werden, zu Hause zu sitzen? Ja, was meinst du, was Lohnfortzahlung bedeutet? Thaddäus? Jetzt meine Lohnfortzahlung? Nein, es tut mir leid, aber deine Schicht ist seit 2 Minuten rum. Wir müssen den Notarzt rufen. Das ist leider zwecklos. Ich kenne mich da aus. Wenn der Kuchen erstmal zu in die Gedärme gelangt, dann macht's bumm. Was? Ja. Sie kennen sich damit aus? Ich hab's schon 11-mal miterlebt. Hallo, kann ich den Notarzt? Ist zwecklos? 11-mal schon? Oh nein! Er ist verloren. Wie bringen wir ihm das nur bei? Sag's ihm nicht. Das macht's für ihn nur schlimmer. So wie ich das sehe, hat er noch Zeit bis Sonnenuntergang. Warum willst du ihm seinen letzten Tag auf Erden ruinieren? Der Junge verdient es, seine letzten Stunden zu genießen. Sie haben recht, Mr. Krabs. Ich mach SpongeBobs letzte Stunden zu den schönsten, die er je gehabt hat. Und ich werde ihm so viel von meiner Liebe geben, dass er glatt darin ertrinkt. Ich schwör's Ihnen. Ich schwör's Ihnen. Notiz an mich. Auf Thaddäus aufpassen. La 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 la. SpongeBob. Ja. Ich hab vorhin vergessen, dir Teil 2 deines Geschenks zu präsentieren. Teil 2. Na, bitte mach das nicht. Was ist Teil 2? Nun, überleg mal, was dir den meisten Spaß machen würde. Naja, weißt du, ich hab sogar eine Liste mit Sachen, die mir den meisten Spaß machen. Ich nenne das meine Freundschaftsliste. Na toll, ja. Darf ich mal sehen? Die besonders spaßigen Sachen habe ich in Rot geschrieben. Aber das ist alles in Rot. Ja, da staunst du, was? Dann fangen wir wohl besser gleich an, damit wir damit durch sind, bevor du stirbst. Ich meine, vor Vorfreude. Na dann los! Hallo, das ist mein bester Freund Thaddäus. Hey Kinder, guckt ihn euch an. Das ist mein bester Freund Thaddäus. Hallo, darf ich dir meinen besten Freund Thaddäus vorstellen? Hey Frank, das hätten wir hinter uns. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Aktivität. Und die wäre? Ich stelle meinen besten Freund Thaddäus allen Leuten in der ganzen Stadt vor. Und zwar im Lachskostüm. Wie bitte? Du willst dein Lachskostüm anziehen? Der war echt gut, alter Freund. Klopf, klopf, Witze machen. Hey, Tadde, klopf, klopf. Ja, wer ist da? Ich bin's. Ha, 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 oh Mann. Hup, hup. Aufgepasst, Leute, Freunde im Rückwärtsgang. Hup, hup, hup. Jetzt nach links und stopp. Sie
Siehst du, so wäre das, wenn du mich als Gesicht hättest. Du klemmst mir die Nase zu. Meinst du, das ist gut, so darauf rumzutippen? Wer ist der Chirurg hier? Der letzte Punkt auf der Liste ist... Ich muss mich endgültig zum Volltrottel machen. Den Sonnenuntergang ansehen mit Thaddäus. Sonnenuntergang? So wie ich das sehe, hat er noch Zeit bis Sonnenuntergang, bis die Kuchenbombe in seine Gedärme gelangt. Da ist ja Mr. Krabs. Hallo, Mr. Krabs. Also dann, bis später. Hier ist er, der Sonnenuntergang. Ich zähle ihn ja immer so gern runter. 5. Los, zähl du weiter, Kumpel. 4, 3, 2, 1. Wir haben zu früh angefangen. Nochmal von vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Naja, wenigstens konnte ich ihm ein paar schöne letzte Stunden bereiten. Ich bin wirklich ein guter Tintenfisch. Hey, Thaddäus, guck dir das an. Hey, Moment, das mit dem sich doofstellen haben wir schon abgehakt. Wieso bist du immer noch? Ich meine, explodieren wie in 1000 Teile zerfetzt werden. Warum soll ich das denn machen? Weil der Kuchen, den du gegessen hast, eine Bombe war. Welcher Kuchen? Der, den ich auf Mr. Krabs Schreibtisch hab stehen lassen, den ich einem Piraten für $25 abgekauft hab, von dem ich nicht wusste, dass er eine Bombe ist und den du gegessen hast. Ach so. Oh, du meinst sicher den hier. Ich habe ihn extra aufgehoben, damit wir ihn uns teilen können. Mahlzeit. Ups. Autsch.